Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute kam hier nochmal ein kleines Content-Update. Da war jetzt, glaube ich, nicht so extrem viel im Content-Update drin an neuen Sachen. Allerdings werde ich trotzdem nachher noch ein Video zu den ganzen Änderungen machen. Das wird aber wahrscheinlich eher heute Nachmittag kommen, denn ich denke, um 15 Uhr oder so sollte sich da nochmal ordentlich was updaten. Die Challenges müssten dann auch reinkommen und so. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon die kostenlose Lackierung bekommen von dieser einen Hausparty-App, wo man so Quiz machen musste und dann mussten wir, glaube ich, insgesamt 2 Millionen richtige Fragen beantworten, um die Lackierung zu bekommen. Das haben wir jetzt geschafft, deshalb haben wir die Lackierung auch bekommen. Ist auf jeden Fall immer nice, so ein kostenloses Item einfach mal zu bekommen. Wenn euch Videos hier natürlich auf dem Kanal gefallen, könnt ihr mich gerne abonnieren. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Gestern haben wir auch wirklich die 800 Abonnenten schon erreicht. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt fehlen nur noch ein bisschen weniger als 200 Abonnenten, ein bisschen 1000 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Und ihr könnt mir natürlich auch auf meinem Twitch-Kanal folgen. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir wahrscheinlich heute wieder den Daily Duo Cup zocken und dann nachher wieder das Duo Test Event. Dazu habe ich auch noch Highlight-Videos. Mal schauen, wann ich die hochlade. Zurzeit ist wieder sehr, sehr viel Content in Fortnite da, weshalb das etwas schwierig ist, wenn man dann auch noch so viele Cups hat gleichzeitig. Sonst mache ich einfach einen Double Upload für euch. Springt am Ende so oder so nur mehr Content raus. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Heute haben wir tatsächlich noch keine neuen Sachen. Also Travis Scott Items sind auch noch nicht drin. Das Ganze aktualisiert sich in 16 Stunden. Das heißt auch nicht irgendwie früher oder so als normal. Das heißt, heute Nachmittag werden wir wahrscheinlich keine neue Shop-Aktualisierung haben, so wie es zumindest jetzt aussieht. Weiß ich natürlich nicht, kann ja trotzdem sein, dass sich der Shop aktualisiert. Auf jeden Fall haben wir hier den Unterdrücker-Skin mit dem Standard-Stil und dem Stil in Blau. Dazu dann die Plasma-Klinge, einmal in Blau und Rot auch wieder. Dann haben wir noch die Dreieckmuster-Lackierung, hier allerdings nur eine rote Variante. Als nächstes haben wir dann den rote Jade-Skin, dann den Brandschädel-Skin, war ja gestern neu im Shop. Dann haben wir als nächstes noch den dynamischen Shuffle, war ebenfalls ja gestern neu im Shop. Und dann haben wir als nächstes noch den Fokus-Skin, dann den Abtrünnige-Skin, dann die magischen Schwingen. Als nächstes haben wir dann noch den Auferweckt-Emote. Und dann haben wir noch den Konzentriert-Emote natürlich als Fortbewegungs-Emote. Dann haben wir allerdings auch immer noch die ganzen Deadpool-Items drin. Ich denke mal, die werden so lange drin bleiben, bis die Travis Scott-Items reinkommen. Die ersetzen dann wahrscheinlich einfach die Deadpool-Items erstmal. Zurzeit ist tatsächlich auch noch keine Woche 10 der Deadpool-Challenges angekündigt. Das heißt, ich gehe wirklich davon aus, dass es jetzt das letzte Mal erstmal ist, wo die ganzen Deadpool-Items im Shop sind und dass wir auch keine weiteren Challenges mehr erhalten, weil die, wenn mit diesem Update hätten reinkommen müssen. Auf jeden Fall haben wir hier dann einmal das Deadpool-Mashup-Paket mit dem Ravenpool-Skin und dem Kuschelpool-Skin. Als nächstes haben wir dann das Deadpool-Ausrüstungspaket mit dem Drachen und Gleiter, dem Chimichanga-Emote, den Fleischhammer-Spitzhacken und dem Flott unterwegs-Emote, dann noch das X-Force-Outfit-Set mit dem Psylocke-Skin, dem Domino-Skin und dem Cable-Skin und dann noch das X-Force-Ausrüstungspaket mit dem Psy-Dolch, dann dem Psy-Flügler, den Risikoklingen und der unaufhaltbaren Kraft Spitzhacke. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich denke mal, die Deadpool-Items hat man so oder so schon tausendmal gesehen, deshalb gehe ich da jetzt nicht nochmal genauer drüber. Und wahrscheinlich wäre es auch, wenn das jetzt nochmal morgen reinkommen würde, nur noch einmal erwähnen, dass es im Shop ist. Aber ich denke mal, mittlerweile sollte es wirklich jeder gesehen haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst eine Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also im Video heute Nachmittag oder nachher am Stream. Ich weiß noch nicht genau, wann der Stream startet. Ich plane so gegen 15 Uhr, 14:30 Uhr irgendetwas in dem Dreh. Und bis dahin, ciao.